Willkommen zurück zu Tales of Graces F. Im letzten Part hatten wir die typischen Letzte-Nacht-Szenen gehabt und heute wollen wir uns ins Bett begeben, weil es ist immer noch Nacht und mal gucken, was da jetzt passiert. So, mein Bett war das hier, glaube ich, genau. Ich glaube, ich soll jetzt ins Bett gehen. Bis morgen auf ausruhen, genau. Someone's late. Sorry, I didn't realize everyone else was here. You slept okay? We should get going. Look. They've come to see us off. Please be careful. All of you. And don't worry about us. We'll be fine. We shall humbly wait your return. Good luck, everyone. We'll be praying for your safety. Do what you must and then get back here. And don't you dare die on me. Travel well, young masters. Thanks, everyone. All right, we're off to the Lost Talia. Der Guardia-Schacht wurde der Weltkarte hinzugefügt. Okay. Ist das jetzt der finale Dungeon? Was? Oh mein Gott. Das war ein bisschen viel. Neue Titel, also okay. Aber wir haben alle noch welche zum Lernen. Will ich mein Team so lassen? Ja. So, ist jetzt hier beim Verlies oder was? Ja, Guardia-Schacht, alles klar. Eine von Amazianern erbaute Einrichtung zum Abstieg zur Lost Talia. Das ist am Weltenauge, okay. Ziort Guardia-Schacht, ja gut. Ich glaube, jetzt wurden noch ein paar Sidequests freigeschaltet, dadurch, dass wir die letzten Nacht sehen hatten. Ich will mal ganz kurz auf meine Liste gucken. Deswegen... Ein Moment. Ja. Und zwar können wir jetzt zum Weltenauge gehen. Oh, falsch, ups. Verliese. Weltenauge, so, ja. Und ich habe sogar zum Glück eine Wegbeschreibung, wo ich lang muss. Und dort ist noch irgendwie ein Stern, der uns auf uns wartet, eine Sidequest halt. Ich schätze mal, dass wir da eventuell den Datenrekorder bekommen. Ich weiß es aber nicht. So, also nach rechts, unten, rechts. Also rechts sind wir jetzt gerade hingegangen. Dann unten, jetzt wieder rechts. So. Das Loch und zweimal nach links. Alles klar. Oh, was? Das ist eine Schatztruhe. Ist die neu? Ist die neu? Zweimal nach links. Hab ich die verpasst? Hier ist doch irgendwie auch ein bisschen... Das war doch vorher nicht so, oder? Hier hat sich allgemein ein bisschen was verändert. Falls irgendwer von euch weiß, ob es hier noch mehr neue Schatztruhen gibt. Seltene Tunik. Okay. Falls irgendwer von euch weiß, ob es hier noch mehr neues Zeug gibt, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Woher zum Teufel soll man das denn, herwissen? Oh, war das jetzt die? Das war die hier, oder? Ja. Wo zum Teufel soll man das herwissen, dass jetzt hier... im Weltenauge was Neues ist. Oder vielleicht bekommt man das im Guardia-Schacht noch gesagt. Keine Ahnung. Bauspülendowner. Die kann ich da eigentlich wieder rausnehmen, weil... die brauche ich ja gar nicht mehr. Moment. Nehmen wir was rein, was ich eventuell mal zum Dualisieren noch brauche. Genau, gewöhnliches Metall zum Beispiel. Das brauche ich definitiv nochmal. Hier ist ein Safe Point. Ach, oder... oder ist das quasi jetzt hier der Eingang zum Guardia-Schacht? Das kann natürlich auch sein. Weil hier geht es ja auch scheinbar nach oben irgendwie. Da ist noch eine Truhe. Wie komme ich da hin? Hier. Beutetrank. Okay. Wo zum Teufel sind wir hier? Mal gucken. Aufzeichnungen. Valkines Ausgrabung. Fortschritt. Wissenschaftlerin verletzt. Hier ist von selbst weg, muss ich drücken. Ich drück mal lieber nicht. Okay, es geht von selbst weg. Hä? Wer hat das gesagt? Keine Ahnung.
Es kommt von da drüben. Ist da der Datenrekorder? Name der Forscherin Emerald wahrscheinlich. Es scheint eine Art Datenspeichergerät zu sein. Ein Moment, es ist noch nicht fertig. Bei der Arbeit am Schild hat ein Stück von einem kaputten Gerät ihr Bein gestreift. Seitdem kann sie nicht mehr... Ich bin verantwortlich für das, was ihr zugestoßen ist. Okay, sie ist im Rollstuhl. Direktor, könntet ihr die Spezifikation von Version 6.0 überprüfen? Direktor? Ja, natürlich. Eine Humanoide, der Partikel stabilisieren kann. Eigentlich einer. Wenn er sich selbst heilen könnte, könnte er vollkommen selbstständig handeln. Er wäre nicht mehr von Menschen abhängig. Diese Idee gefällt mir. Wir sollten... Hoppla! Direktor? Es wäre nicht richtig gewesen. Ich habe es nicht gewagt, ihre Gefühle zu erwidern. Hä? Hä? Zu guter Letzt habe ich dem Kind einen Namen gegeben. Vielleicht, weil ich selbst nie Kinder hatte. Seid ihr euch sicher, Direktor? Emerald. Es tut mir leid, aber ich habe gerade schrecklich viel zu tun. Ich verstehe. Cornell stieß mich zurück. Ah, sagt sie. Es ist immer noch, was hier sagt. Ich wollte es nicht glauben. Stattdessen beschloss ich, an den Cornell zu glauben, der Verantwortung für mich übernommen hatte. So gab es für sein Verhalten nur einen möglichen Grund. Forschungsobjekt A. Wir brauchen ihn nicht mehr. Die letzten Anpassungen sind abgeschlossen. Dein Ziel ist Forschungsobjekt A. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Das ist Sophie, oder? Ja. Ach, verflixt. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Das meiste davon habe ich nicht verstanden. Kannst du es reparieren, Pascal? Keine Ahnung, es ist ganz schön alt. Was sollen wir jetzt tun? Um es zu reparieren? Nein, mit dem Gerät. Naja, fürs Erste sollten wir es wohl mitnehmen. Gut, wir können es zurückgeben, wenn wir seinen Besitzer gefunden haben. Okay, ja, Anfrageobjekt. Das ist interessant auf jeden Fall. Version 6.1. Okay, gibt es hier noch irgendwas zu finden? Ich weiß es nicht genau. Wo geht's überhaupt hier hin? Ach, das ist einfach Ende im Gelände, okay. Vielleicht kommt man dahin, wenn man den Guardia-Schacht auswählt. Ich habe keine Ahnung. Und was ist hier oben? Kann man hier weiter, oder? Scheinbar nicht, aber man kann da reingucken. Was auch immer da sein wird. Wie komme ich jetzt hier da weg? Warte mal. Wenn ich jetzt hier nach links weitergehe, oder? Also hier sind wir runtergefallen. Ja, hier kann ich nach oben gesaugt werden. Alles klar, die sind noch weiter? Nee. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz den Raum von gerade eben gucken, weil da war eine neue Truhe. Zumindest glaube ich, dass die neu war. Aber hier schon mal in dem Raum, das kommt mir auch so unbekannt vor. Diese Objekte hier. War das hier drüben? Ich meine, wir haben diesen ganzen Kokon schon mal durchsucht vor Ewigkeiten, ich weiß, aber... Ja, jetzt sind wir schon mal wieder im ganz normalen Dungeon, wenn es mich nicht täuscht. Das ist irgendwie seltsam. Ich denke mal, dass das Spiel einem das noch sagt, dass jetzt hier neue Bereiche verfügbar sind. Wenn nicht, würde ich das ziemlich doof finden, ehrlich gesagt. Weil
Woher sollst du wissen, dass es im Guardia-Schacht was Neues gibt? Warte mal, hier muss ich gar nicht hin. Hier bin ich falsch. Ich war schon im Guardia-Schacht im Landtag-Kong, meine ich am Weltenauge, wie auch immer. Na, das kann man ja gar nicht wissen als Spieler. Wenn man halt nicht nochmal hinguckt. Ich weiß das bloß durch meine Sidequest-Liste jetzt. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weil ich kann mich innerhalb des Dungeons nicht porten, oder? Nee. Wo komme ich hier wieder raus? Wo muss ich lang? Ich habe keinen Plan. Das hasse ich so abgrundtief an diesem Ort. Ich habe komplett keine Orientierung, wo ich bin. Jedes Mal, wenn ich hier bin... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Jedes Mal, wenn ich hier bin, finde ich das so furchtbar an diesem Ort. Aber man muss schon sagen, das Spiel hat einige Dungeons, die... Ah, hier bin ich jetzt richtig. Das Spiel hat einige Dungeons, die einfach nur triggern wollen, habe ich so ein Gefühl. Nee, warte mal. Ist das doch der Ort, wo ich vorhin war? Das Spiel hat einige Dungeons, die einfach nur so triggern wollen. Zum Beispiel... ja, Walbrück fand ich zum Beispiel auch unfassbar nervig damals, weil es einfach alles gleich aussieht. Oder auch, hier, wie heißt es denn? Moment, wo bin ich jetzt schon wieder? Wo komme ich hier hin? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh, ey, das ist doch bescheuert. Ich hasse diesen Dungeon. Man kann sich hier einfach nicht zurechtfinden. Komme ich von hier oder muss ich hier hin? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur furchtbar, ohne Scheiß. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendwie rausgekommen bin. Okay, ich habe es irgendwie rausgeschafft. Jetzt will ich noch mal ganz kurz den Weg gehen, den ich vorgegangen bin, um zu gucken, ob ich jetzt in dem Raum war, wo die Truhe war. Weil wenn ja, hätte ich ja von da aus ganz einfach weiter. Nee, guck mal. Das heißt, es ist auch neu hier. Ja, wenn es doch irgendwelche neuen Schatztruhen in diesem Ort hier gibt, wo ihr wisst, dass ich die bekommen kann, ab damit in die Kommentare. Am besten auch mit einer Wegbeschreibung. Oh, oh Mann, sorry. Oh Gott. Aber dieses Spiel hat einfach sau viele Dungeons, die einfach alle... Wo gefühlt jeder Raum einfach gleich aussieht. Der hier, Walbrück, wie gesagt. Oder beziehungsweise auch einfach mega viele... Auch diese... der Untergrund vom Schloss. Und ja, auch einfach so Dungeons, die mega anstrengende Rätsel haben oder sowas in der Art. Ich weiß auch nicht, was einfach das Ziel der Entwickler war. Warum man teilweise so nervige Dungeons eingebaut hat, ich verstehe es einfach nicht. Aber okay, hinterfragen wir es nicht. So, hier bitteschön. Null Auflöser. Okay, wir haben jetzt aber keine Szene mehr bekommen dadurch oder so. Finde ich schade. Ich habe gehofft, wir bekommen vielleicht noch eine... Autsch. Okay. Ich habe gehofft, wir bekommen vielleicht noch... Irgendwie... Eine neue... Sequenz oder so, wenn wir das abgeben, aber scheinbar nicht. Oh, guck mal, Excaliburs Erbe. Auslöschen des Schwertes, ein neues Mystic Art, glaube ich. Mach mal. Da sage ich nicht nein zu. Okay, gut. Ich will mal ganz kurz gucken, wegen den Anfragen, ob wir jetzt noch irgendwo was Neues haben. Wie gesagt, ich glaube, man kann die ganzen Anfragen auch noch
nach der Hauptstory abschließen. Ich habe wirklich jetzt irgendwie keinen Bock, ewig irgendwie rumzusuchen, wo noch Anfragen gehen. Wobei, hier war die Stoffpuppe, oder? Ja, die können wir ja eigentlich mal schnell dualisieren. Warum nicht? Warum nicht? Das geht doch relativ schnell. Weil da weiß ich ja, wie es geht. Hoffe ich zumindest. Oder ich habe es ja gerade wieder voll verpennt. Irgendwas mit dem Ballontuch war es auf jeden Fall. T-Markt. Dualisieren. Ballontuch müsste ich noch irgendwo haben. Da habe ich ja eins zu viel gemacht im letzten Part. Ballontuch. Bauschblütendaune, da haben wir die. Ne, ich sehe die aber gerade nicht. Doch, da. Hier, Stoffpuppe, mach mal. Sehr schön. Muss ich noch irgendwas einkaufen? Ja, Traumgummi will ich wieder voll haben. Okay, das passt. Moment, jetzt kann ich doch mir Gemüsesets kaufen. Ah ne, schon auf Stufe 8 war das Meeresfrüchte-Set, glaube ich, was ich kaufen kann. Stimmt. Oh, diese ganzen Stempelaufwertungen, das wird auch so nervig einfach, wenn ich mich darum irgendwann kümmern muss. Aber das hat noch Zeit, Hier, bitteschön. Rotes Bohnenkraut, okay. So, du hast das geschafft, dann gehst du jetzt auf den Titel hier. Weil der warum auch immer noch nicht durch ist. So, okay, perfekt. Ja, übernachten würde ich auch mal ganz kurz, um meinen Weg zu erfüllen. So, perfekt. Und dann einmal, vielleicht gibt es noch neue Anfragen jetzt dadurch. Nee, alles klar. Und dann einmal ganz kurz schlafen. Jo. Gut, und dann gehen wir jetzt zum Guardia-Schacht. Ich bin gespannt, was das jetzt wird und wie das jetzt wird und was da passiert. Und ich hoffe einfach, dass der Dungeon cool wird. Weil die letzten Dungeons in den Tales of Spielen können teilweise sehr nervig sein. Ich habe gerade nur den von Xillia und von Berseria im Kopf und die waren beide. Also Xillia, muss ich sagen, kann ich mich gar nicht mal so gut dran erinnern. Vielleicht war er doch nicht so scheiße. Aber die Musik daran war ziemlich cool. Aber ich habe im Kopf, dass der von Xillia nervig war. Aber der von Berseria war definitiv mega langgestreckt und anstrengend. Ups, falsch. Das will ich nie wieder machen, den aus Berseria. Außer im Let's Play dann. Was übrigens demnächst kommen wird, ich habe es euch schon mal gesagt. Ja, und Symphonia habe ich auch gerade gar nicht mehr im Kopf, obwohl ich das gar nicht. Weil, obwohl der erst letztes Jahr eigentlich beendet haben. Aber der war. Der war, glaube ich, gar nicht mal so scheiße, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Jetzt gehen wir zum Guardia-Schacht. Wenn das überhaupt der letzte Dungeon ist, vielleicht stimmt's ja auch gar nicht. This is the way to the Lost Talia. And this is our last chance to make things right. You said going down here would be like entering Lambda himself, yeah? We can't worry about that now. We'll simply have to face whatever is waiting for us. Sophie shared her power. Now all that's left is for us to trust each other. Okay, mal gucken, was hier für Gegner kommen, wie stark die sind und... Oh, sehr schön. Was sonst noch so auf uns? War das jetzt ein Safe Point? Ganz nach unten. I can't believe how big this is. The ruins on the surface continue all the way down. So my theory was right! I saw some documents on Fodra that outlined a big plan for moving the Lestalia. Moving the Lestalia? They wanted the core of our world? Nope, the exact opposite. I think the Amarcian predecessors moved the Lestalia out of Fodra and into Afinia. I see.
Then this would be the area they used to transport it. Probably. Okay, interessant. So, dann speichern wir einmal, wir fangen wieder oben an mit dem Überspeichern. Dann gucken mal, was jetzt hier auf uns zukommt, würde ich sagen. Für einen Dungeon. Bisher, ja, haben wir einen Kreis. Und ich muss wahrscheinlich in die Mitte, weil ich da nach unten komme, schätze ich mal. So ein Teleporter oder so, ja. Oh Gott, bitte mach keinen nervigen Teleporter-Dungeon. Bitte, 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 Entwickler. Seid freundlich zu mir. Das wäre voll super. Ich bin gespannt, wie stark die Gegner hier sind. Und was die auch so drauf haben. Ja, wofür auch immer ich das Geld noch brauche. Ja, okay, wobei doch. Das brauchen wir definitiv noch. Neues Battle-Team? Die haben im letzten Dungeon noch ein... Okay, das finde ich ziemlich cool. Also ganz ehrlich, Moment. So viele neue Battle-Teams wie das Spiel hat, finde ich einfach noch großartig. Für jedes große Hauptstory-Gebiet gab es ein neues Battle-Team. Wir hatten... Das ist das sechste inzwischen, glaube ich. Wir hatten das Kindheitsgefühl der Battle-Team, was ja quasi genau das gleiche war, wie auch das Erwachsene dann in Land eben, bloß ein bisschen anders, in einer Fassung halt. So ein bisschen kindlicher eben. Und dann... hatten wir das Strata-Battle-Team, was dann das dritte war, neben eben Kindheit und dem von Windor, nicht Land, von Land, das Land heißt der Windor, glaube ich. Dann das Strata-Battle-Team, das von Fende, das von Fodra und jetzt der Track hier. Ist einfach mega viel mega viel Soundtrack. Finde ich voll cool irgendwie, dass sie sich wirklich so viel Mühe gegeben haben mit dem Spiel in Sachen verschiedene Battle-Themes. Weil die meisten anderen Tales of Spiele haben ja immer drei Soundtracks, oder drei Battle-Themes. Drei Soundtracks, genau. Das ganze Spiel nur drei Soundtracks. Das Spiel ist meistens in so drei Akte eingeteilt, sag ich mal. Und pro Akt gibt es eben ein neues Battle-Theme. Und hier gibt es einfach pro Gebiet ein anderes Battle-Theme. Finde ich mega krass. Die Musik ist auch ziemlich angespannt, finde ich. Hat was für sich, definitiv. Irgendwo. Was ist eigentlich anfällig? Okay. Für E-Arts, ja. Sehr gut, dass ich die auch gerade hauptsächlich benutze. Ich bin einfach explodiert. Sehr schön. Ach ja, das liebe ich auch in Tales of Spielen, wie viel hier einfach in den Kämpfen immer explodiert. So, sind jetzt hier zwei Teleporter, ernsthaft? Oder zwei Fahrspiele, besser gesagt. Da fängt es schon an, nervig zu werden. Beziehungsweise unvorhergesehen, wie auch immer. Hostiles! Ich mag das einfach nicht, wenn es so viele verschiedene Wege gibt. Aber mal gucken. Vielleicht ist es auch ganz cool. So. Dann verhauen wir die Gegner weiterhin, würde ich sagen. So. Läuft doch ganz gut hier auf jeden Fall. Das kennen wir schon. Kaiserklammer, sehr schön. Ja, ist ja gut. Ich vergesse immer, dass ich auf Überspringen drücken muss. Von da kam ich, oder? Das ist immer so eine Krankheit bei mir. Wenn ich gerade ein bisschen kämpfe, dann vergesse ich irgendwo von wo ich kam. Mega dämlich. Das habe ich ganz oft in Spielen. Keine Ahnung warum, es ist echt dumm irgendwie. Oh Mann, ey. Okay, Sophie kann gerade keine Arts wirken. Scheinbar wegen diesem Kreuz da. Voll doof. Ey, wie viel einfach explodiert in den Kämpfen. Das ist so krass. Und wir bekommen ein Ei. Alles klar. So ein Monster-Ei würde ich aber lieber nicht essen.
Wer weiß, was da rauskommt. So, gehen wir erstmal den Weg hier runter. Okay, das sieht aus, als wäre der andere Weg eine Sackgasse, oder? Nee, das ist ein blauer Teleporter, der mich nach unten führt, oder? Das ist am Ende. Oder ist das am Ende ein Teleporter? Ich weiß es doch auch nicht. Wir gehen erstmal den Weg hier ab. Mann, ey. Das scheint noch ein Teleporter zu sein hier, oder? Ja. Okay, das ist. Also es ist wirklich ein Teleporter. Kein Fahrstuhl, sondern ein richtiger Teleporter. Dann schätze ich mal, wird hier der richtige Weg sein. Das heißt, wir nehmen zuerst den anderen Fahrstuhl. Aber optisch ist das ganze Ding hier echt beeindruckend, finde ich. Wie viel da im Hintergrund sich bewegt, dieser ganze Ring da unter uns. Die schwebenden Kristalle und alles, das ist voll schön. Okay, wo sind wir jetzt? Was haben wir hier noch schön? Das Ding geht eigentlich mal. Ja, nur eine Truhe. Arithmoskern. Okay, was ist das? Was kann ich damit machen? Schlüsselobjekt. Ist das vielleicht das, was wir für das Schwert brauchen? Hat uns die Aufseherin gesagt, wie das heißt, das Objekt? Wenn ja, habe ich es davon vergessen irgendwie. Ich weiß das vielleicht, ich weiß es nicht genau. Oh. Alles schön. Warum zum Teufel kam mein Mystic alles nicht durch? Oh. Nice. Goodbye. Ja, okay, bei Sophie. Oh Gott, Hilfe. Kannst du nicht? Oh, dieses Effektfeuerwerk macht mich ganz kirre. Ich habe jetzt voll vergessen, was ich gerade sagen wollte. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Egal. Aber ich liebe daran den Tales of Spielen, dieses Effektfeuerwerk. Ich finde die Kämpfe einfach. Die Tales of Spieler haben immer so schöne Kampfsysteme. Beziehungsweise so verschiedene Kampfsysteme. Prinzipiell immer das gleiche Prinzip, aber immer unterschiedlich irgendwie umgesetzt. Das ist einfach toll. Ich muss auch sagen, dass das Crisis mit meinem Lieblings-Battle-System Battle-System hat, meine ich. Aus der ganzen Serie. Aber ich würde sagen, am liebsten mag ich das aus Xillia. Wobei das aus Crisis ja dem von Xillia ziemlich ähnlich ist. Ist jetzt nicht komplett, aber hat schon ähnliche Ansätze. Oh Gott, was wird da jetzt mit diesen Farbplatten gemacht? Oh Gott, sie aktivieren sich. Was ist das hier? Okay. Ich kann mich gerade nicht bewegen und der Gegner ist auf mich zugelaufen. Warte mal, wie funktioniert das Rätsel? Kann das sein, dass ich keine Farbe damit berühren darf irgendwie? Das kommt mir gerade zumindest so rüber. Und Sophie bringt den Gegner einfach um mit ihrem Laserstrahl. Was? Hat er seine Brille verloren? Ach, Hubert. Und tut mir leid. Ja, okay, jetzt bin ich ja am Anfang. Alles klar. Das heißt, wir dürfen über keine Doppelt laufen. Aber jetzt geht das ja nicht hier. Oder muss man immer irgendwie eine bestimmte Reihenfolge nehmen? Rot, Gelb, Blau oder so? Wie jetzt gerade war, ich habe keine Ahnung. Das ist seltsam. Wäre schön, wenn man so ein Rätsel vorher mal erklären würde. Wäre sehr schön, wenn man das erklären würde. Aber egal, was soll's. Wir kriegen das hoffentlich irgendwie hin. So, also. Ich kann ja jetzt noch den Weg hier nehmen. Dann wieder rot oder was? Ja, scheinbar. Dann jetzt wieder gelb. Dann wieder blau. Traumgummi. Ja, Moment. Ich kann aber bestimmt jemanden heilen damit. Hätte ich mir die vorhin gar nicht kaufen müssen. Tja. Zu spät. Dann wieder rot. Gelb. Blau. Um zu der Truhe zu kommen. Noch so ein komischer Kern, wofür wir die brauchen. Dann wieder rot.
Ja, jetzt bin ich auch in der Sackgasse. Gelb. Ja, jetzt kann ich... Ja. Ist egal. Ah, okay, oh, den Kampf habe ich scheinbar schon mal geschafft und deswegen muss ich den nicht nochmal machen, oder was? Okay, finde ich aber gut. Und hier ist ein Safe Point. Ja, ich würde auch sagen, dann machen wir hier für heute Schluss. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Dungeon. Ich bin gespannt, worauf das im nächsten Part hinauslaufen wird. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.